wir doch füllen Augen, wirklich wird, woran wir glauben. Ja, hallo. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Florian Fender. Jetzt auch. bin 31 Jahre alt, verheiratet und mache mit meinem Bruder zusammen den Hof mittlerweile. Ich selber habe Landwirtschaft gelernt und Landwirtschaftsmeister gemacht danach in Landshut Schönbrunn, das ist eine Ökoschule also Winterschule praktisch für Ökomeister. Naja, Ökomeister ist es nicht, aber Ökowirtschafter. Genau. Ja, der Pfänderhof. Also uns gibt es, also in dem Standort, wo wir jetzt sind, gibt es uns seit 67, da hat mein Opa damals ausgesiedelt. Klassischer Milchviehbetrieb gewesen, konventionell damals. Mein Vater hat dann 85 den Betrieb übernommen und auf ökologischen Landbau umgestellt, damals schon zu Bioland gegangen. Bis 99 hat er eine Milchviehhaltung gemacht mit Hofkäserei und schwarzbunte Kühe mit Zucht auf Lebensleistung. Und 99 hat er sich dann, also hauptsächlich aus ethischen Gründen, entschieden, die Tierhaltung aufzugeben. Und dann ist es so langsam entstanden mit dem Gemüse und gewachsen, so über die letzten 20 Jahre. Also ich bin 2009 fertig geworden mit dem Meister, mein Bruder 3 Jahre früher. Seitdem sind wir eigentlich beide auch daheim und haben den Betrieb nach und nach mitentwickelt und aufgebaut. Und eben 2016 haben wir beide übernommen dann. Genau, und 2019 haben wir im Bundeswettbewerb ökologischer Landbau gewonnen. Wenn es da mal interessiert, kann ins Internet reinschauen auf YouTube. Da gibt es einen ganz schönen Film, wo die gedreht haben über uns. Falls dauert 6 Minuten, glaube ich. Genau. Wir bewirtschaften ungefähr 58 Hektar. Machen 27 Hektar Gemüse selber ungefähr. Und also ist viel Lagergemüse auch von der Fläche her oder von der Menge, wo wir im Winter dann verkaufen. Also Karotten, Sellerie, rote Beete, Pastinaken, Petersilie-Wurzel, Zwiebel, Karotten. Und dann im Sommer haben wir aber die ganze Frischgemüsepalette, wie Salate, Brokkoli, Blumenkohl, Radieschen, ein bisschen Kräuter und Lauch im Herbst. Ja. Also eigentlich alles Gängige, was so wächst. Genau, und dann gehört noch ein bisschen Getreide dazu, einfach auch um die Fruchtfolge aufzulockern. Sind irgendwo circa 10 Hektar im Jahr und dann so 14 Hektar Gründüngung und Kleegras und ein bisschen Restgrünland haben wir noch. Genau, zu den Arbeitskräften, also wie gesagt, mein Bruder mit seiner Freundin ist jetzt momentan noch nicht am Hof, aber kommt vielleicht mal noch. Ich mit meiner Frau, die sitzt glaube ich auch da drin, irgendwo hinten im Eck. Passt auf. Nee. Unser Vater ist noch sehr aktiv dabei, im alten Teil sozusagen. Und eine Schwester von mir ist noch am Hof. Genau, da gibt es noch 2 weitere Schwestern, sind aber nicht direkt am Hof. Dann haben wir ungefähr 13 Festangestellte, in Teil- und Vollzeit. 6 Teilzeitkräfte in einem Hofladen und 2 bis 9 Saisonarbeiter aus Rumänien in der Regel. Und dann noch Lehrlinge. Und Praktikant, also normal immer 2, so übers Jahr. Genau, also rührt sich ein bisschen was. Zur Vermarktung, wir vermarkten eigentlich hauptsächlich an Naturkostläden, Bio-Supermärkte, Gärtnerkollegen und ja, Kantinen haben wir einige und dann gibt es bei uns, also hier ist im Allgäu nicht, aber bei uns Augsburg, Dachau, Münden, so der Raum, gibt es diese Solidargemeinschaft Unser Land. Da sind wir dabei und machen die ganzen Karotten für die. Das kommt dann in Edeka und Rewe, aber eben sehr im begrenzten regionalen Umfeld. Genau, dann haben wir ein bisschen Großhändler, wo wir aber, ja,
die kriegen mehr so die Übermengen wie die Regelware. So. Genau. Und unter anderem kommt eben das Gemüse auch hier in den Laden, aber nicht direkt von uns, sondern das geht dann über so einen kleinen Großhändler in Kaufbeuren dann wieder hierher. Genau. So schließt sich der Kreis. Genau, hier nochmal. Mein Vater und mein Bruder. Meine Schwester. Genau. So, dann darf ich euch jetzt ein bisschen was erzählen über Fruchtfolge, Gestaltung, Planung, was man so alles berücksichtigen muss, welche Herausforderungen es gibt. Und dann zur Bodenbearbeitung, was wir so Bodenbearbeitung im großen Stil machen. Und vielleicht ein bisschen ableiten, was ihr im Garten davon mitnehmen könnt. Oder? Genau, und dann kommt noch das Thema Unkrautregulierung, wie wir das handhaben oder was da alles zum Beachten ist. Und am Schluss noch ja, ein paar so Spezialgebiete, wo wir machen, kommen wir dann später drauf. Genau, so grundsätzlich zur Fruchtfolge oder warum braucht man Fruchtfolge? In erster Linie geht es eigentlich darum, die Pflanze aus der Fruchtfolge zu ernähren im Bioanbau und Krankheiten vorzubeugen, also Fruchtfolgekrankheiten vorzubeugen. Genau, und das Wesentliche eigentlich, oder ja, im Ökolandbau ist eigentlich das Kleegras oder die Grünbrache, einfach um einen Boden aufzubauen, und Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Hier oben steht jetzt fruchtbarkeitsmehrende Kulturen vor fruchtbarkeitszehrende, also eben dieses Kleegras zum Beispiel, als fruchtbarkeitsmehrend steht immer am Anfang. Und dann stehen Starkzehrer, also wie zum Beispiel Kohl, am Anfang nach dem Kleegras, weil sie da am meisten Nährstoffe zur Verfügung haben. Und dann gibt es einfach Kulturen wie Zwiebel oder Karotte, wo nicht ganz so bedürftig sind, die stellt man dann eher am Ende dieser Fruchtfolge hin. Also Fruchtfolge ist ungefähr, je nachdem, zwischen 5 und 7 Jahre normalerweise. Genau. Leguminosenanteil ist wichtig, irgendwo zwischen 20 und 30%. Kurz zu den Leguminosen, wem es nicht klar ist. Leguminosen, also da gehört dazu der Klee, Ackerbohnen, Erbsen, Soja zum Beispiel. Und Leguminosen haben einfach die Eigenschaft, dass die Knöllchenbakterien bilden und so den Luftstickstoff sammeln können. Und das heißt, diese Leguminose braucht keinen externen Stickstoff zum Wachsen, sondern die holt ihn aus der Luft über diese Knöllchenbakterien und die ernähren die Pflanze. Und diese Wurzelmasse und Blattmasse, wo da entsteht, zum Beispiel beim Kleegras, wo er dann im Boden bleibt, das ist ja eine immense Menge Wurzelmasse, die setzt sich in den nächsten Jahren wieder um und ernährt dann die anderen Pflanzen wieder. Genau. Das ist also ein wesentliches. Ja, möglichst ganzjähriger Bewuchs, dass der Boden eigentlich möglichst nicht kahl liegt und der freien Sonne ausgesetzt ist. Und im Prinzip auch die, gerade im Sommer, wenn er Bewuchs drauf ist, haben wir ja sehr hohe Leistung, was die Pflanzen praktisch speichern können. Und das müssen wir eigentlich nutzen, dass wir den Boden aufbauen. Genau, da steht noch Unkraut unterdrückende Bestände vor Kulturen mit langsamer Jugendentwicklung. Das heißt, also so Unkraut unterdrückende Bestände ist jetzt einmal zum Beispiel das Kleegras, weil das durch das mehrmalige Abschneiden wird praktisch alles Unkraut, wo du am Anfang mitwachst, mal abgeschnitten. Und wenn das mal im Schossen war, kommt das nicht mehr hoch, ist also mal kaputt. Und diese Samen, wo im Boden sind, durch das, dass es immer wieder Licht kriegt, fangen mal an zum Keimen und gehen dann wieder kaputt, weil sie praktisch im Dunkeln versticken. Und so minimiert man eigentlich diesen Samenpotenzial im Boden oder den Unkrautdruck. Und darum kann man nach dem Kleegras ganz gut Kulturen anbauen, wo eigentlich schwer sauber zum Halten sind oder
oder langsam den Boden beschatten, dass kein Unkraut mehr wächst. So. Und was da immer dazu kommt, auch während der Fruchtfolge, ist immer, wenn ein vorhergehender Bestand sauber war, also wenig Unkraut drin war und einen guten Ertrag gehabt hat und keine Bodenverdichtungen da war, das ist immer eine sehr gute Voraussetzung, dass die nächste Kultur auch gut wird. Und wenn es da von Anfang an schon hakt, dann wird es immer schwieriger hinten aus, weil wir haben eigentlich wenig Möglichkeiten zum Korrigieren. So. Genau, Wechsel, Sommerung und Winterung. Da geht es einfach darum, dass man die speziellen Sommerunkräuter und Winterunkräuter nicht einseitig fördern, sozusagen. So ein typisches Sommerunkräuter, also wenn man nur Sommerungen baut, ist zum Beispiel die Melde oder Ackersenf oder Franzosenkraut, kennt vielleicht noch jemand. Die keimen halt, wenn wir im Frühjahr ansehen erst, da ist ja der Boden noch relativ offen, da keimen die mit und wachsen mit. Wenn man jetzt nur Winterungen anbauen würde, dann hätten wir mit Sicherheit viel Probleme mit Ungräser, also Fuchsschwanz, Windhalm, solche Geschichten. Das werdet ihr jetzt im Hausgarten weniger kennen, weil die Gemüsekulturen in der Regel immer Sommerungen sind, also immer erst im Frühjahr ausgesät werden. Ist so Winterunkräuter klassisch ein Problem in Trockenstandorten, wo eigentlich nur Wintergetreide und Raps und sowas anbaut wird. Die haben massiv Probleme mit Gräser zum Beispiel. Genau, nicht starr auf ein System fixieren, habe ich da mal hingeschrieben. Man muss ein bisschen flexibel sein, weil nicht immer alles nach Plan läuft. Das geht auch mal was schief, auch bei uns. Das Wetter kann einem ganz ordentlich eins durch den Strich machen. Und da muss man einfach so flexibel sein und einfach mal alles über den Haufen werfen, was man eigentlich so vorgehabt hat. Genau. Ja, Wechselhalm, Blattfrüchte und die Unverkrächlichkeit beachten, da kommt jetzt noch was. Das ist so unsere Grundlage, diese Tabelle, wo wir ein bisschen schauen, was passt nach was, also oder wie viel Pause brauchen wir von Familie zu Familie. Also es geht jetzt nicht, zum Beispiel die Doldenblütler, das ist so bei uns immer der Knackpunkt eigentlich, weil wir da relativ viel haben. Da gehört einfach Karotte dazu, Sellerie, Pastinake, Petersilie-Wurzel. Und das ist einfach vom Umfang her bei uns relativ viel. Und da setzen wir uns das Ziel, eine Anbaupause von mindestens 4 Jahre. Ja. Genau, und wenn wir hier mal herschauen, also vor Kultur, wenn wir Dolden nehmen und nach Kultur Dolden, da schreiben die jetzt zum Beispiel 3 Jahre Anbaupause, einfach um Fruchtfolgekrankheiten gar nicht hochkommen zu lassen und den Schädlingsdruck, wie zum Beispiel Möhrenfliege, wo der ein oder andere vielleicht kennt, einfach gar keine Chance zum Geben. So. Genau. Zu 100% halten wir das auch nicht ein und das ist wahrscheinlich auch nicht die einzige Tabelle, wo es gibt oder die goldene, wo alles gilt, aber es ist schon mal sehr schön, wenn man sich daran orientieren kann. Was man noch nicht sehen kann, wenn man zum Beispiel Vorfruchtgetreide hat, das passt eigentlich immer, egal was man dann für Gemüse nachbaut. Oder Liliengewächse, da gehören Zwiebel dazu und Lauch. Das tut uns auch immer ganz gut, weil da passt eigentlich auch ziemlich alles. Darum passen Zwiebeln dann bei uns auch ganz gut mit rein. Genau. Einflussfaktoren für Fruchtfolgegestaltung. Also bei uns spielt einfach die Vermarktung auch eine Rolle. Wir müssen das ja auch verkaufen können. Das ist so, wie wenn ihr im Hausgarten, ihr müsst das ja auch dann selber essen oder wie auch immer. Oder das ganze Dorf mit Zucchini versorgen. So müssen wir auch schauen, was bringen wir los, was passt rein. Ja. Standorteignung, also wir haben im Prinzip 3 verschiedene Böden. Wir haben einmal tonige, sehr schwere Böden, wo einfach
fürs Gemüse oft Grenzstandorte sind, wo nicht alles geht. Dann haben wir teilweise sehr humose Böden, da geht im Prinzip alles, können wir auch bewässern. Und dann haben wir noch Lösslehm, eigentlich sehr gute Böden, aber können wir nicht bewässern, also fällt bei uns da zum Beispiel schon das ganze Feingemüse raus, also wie Salat oder Kohlrabi, wo man eigentlich ohne Zusatzbewässerung nicht klarkommt. Genau, Bodenfruchtbarkeit oder Bodenzustand spielt eine Rolle. Es ist halt manchmal einfach so, dass der, wenn es im Herbst sehr nass ist und wir müssen ernten oder so, dann kann man manchmal irgendwelche Strukturschäden nicht ganz vermeiden, leider. Und wenn das halt so, ja, so war im Herbst, dann muss man vielleicht auch mal eben das alles nochmal umplanen und statt irgendeiner Kultur dann nochmal eine Gründüngung machen, ein Jahr, dass der Boden wieder aufgebaut wird und dann wieder weitermachen. Also so flexibel muss man einfach dann sein. Genau, Selbstverträglichkeit der Pflanzenfamilien haben wir gehabt, Nährstoffversorgung, Unkrautdruck, Schädlingsdruck, Wasserversorgung, also zum Beispiel, wo wir bewässern können, Naturschutz, ja. Genau. Dann habe ich da mal ein Beispiel, wie das bei uns ausschaut. Also wir haben im Prinzip sehr viele Fruchtfolgen im Betrieb, aber ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele genommen, wie sie so klassisch da sind. Das ist jetzt eine auf Standorte, wo man, also oft auf Standorten, wo man nicht bewässern können, weil man mit den Kulturen ganz gut klarkommen so. Anfangen tut es eigentlich immer mit Grünbrache oder Kleegras. Machen wir eigentlich nur einjährig mittlerweile. Kleegras wäre auch nicht schlecht, wenn man es zwei Jahre hintereinander macht, vom Bodenaufbau her, weil die Wurzeln dann einfach nur tiefer gehen. Hat einfach ein bisschen andere Folgen, wenn ich, also gerade der Drahtwurm, weiß nicht, wem das bekannt ist, der Drahtwurm, das ist, glaube ich, im Hausgarten nicht so das Thema, aber bei uns sehr wohl. Der Drahtwurm vermehrt sich, wenn wir lange Bodenruhe haben. Der legt seine Eier im Sommer ab und die Entwicklung dauert eigentlich zwei Jahre, bis das dann dieser Wurm wird. Und wenn wir jetzt zwei Jahre Bodenruhe haben, dann fördern wir das eigentlich und dann haben wir wieder Probleme bei der Kartoffel, dass er die Löcher rein frisst oder bei den Karotten auch zunehmend Probleme, was wir früher eigentlich nicht gehabt haben. Und darum haben wir das eigentlich Kleegras nur ein Jahr maximal oder eben Grünbrache, da komme ich dann nachher nochmal dazu mit Sommerbearbeitung. Genau, nach dem aufbauenden Frucht machen wir dann eben Kohl meistens, weil der sehr bedürftig ist. Nach dem Kohl hat sich sehr gut bewährt, Kartoffel zu machen. Dann kommt auf jeden Fall ein Getreide nach der Kartoffel. Dann Doldenblütler, also wo Karotten oder Sellerie, sowas, nochmal ein Getreide und am Ende nochmal Zwiebel zum Beispiel. Genau. Innerhalb dieser Fruchtfolge haben wir jetzt da die Möglichkeit, auf jeden Fall zweimal eine Gründüngung nach der Kultur anzubauen. Das ist so das, ja, zweite sehr wichtige im Ökolandbau, die Gründüngung immer nach einer Kultur, wenn es geht. Einfach auch um Bodenstruktur aufzubauen, um Stickstoff zu sammeln. Nach der Kartoffel, da habe ich so gestrichelt gemacht, das funktioniert manchmal, wenn wir früh geerntet haben und schnell sind mit dem Zwischenfruchtsehen, dann geht's. Dann nimmt man dann aber eher nur zum Beispiel Buchweizen oder Ölrettich, also Pflanzen, wo sie sehr schnell entwickeln. Und auch keine Leguminosen, sondern die haben eigentlich nur die Aufgabe, den Stickstoff, wo frei verfügbar ist nach der Kartoffel, aufzusaugen und zum Retten jetzt zum Beispiel für den Weizen. Weil durch das Kartoffelernten und das Sieben der Erde kommt so viel Luft im Boden, dass so viel Stickstoff mineralisiert wird, dass eigentlich sehr hohe N-Min-Werte, also freier Stickstoff im Boden ist. Und wenn es da viel regnet, dann wascht es uns eigentlich eher aus. Und das wollen wir eigentlich nicht. Genau. So kann dann ein Kleegras ausschauen. Wird in der Regel dreimal geerntet im Jahr. Die Verwertung vom Aufwuchs, da kommen wir später drauf. Der letzte Aufwuchs wird in der Regel dann gemulcht und auf der Fläche gelassen, dass der dann fürs nächste Jahr kommt.
Roggen mit Winterwicken, das ist jetzt die Alternative zum Kleegras, wo ich vorher gesagt habe, das brauche ich ja, wird im Herbst angesät. Da hinten sieht man, da steht ein bisschen Roggen. Den Rest haben die Wicken eigentlich runterzogen. Passiert dann irgendwann. Wird im Herbst angesät und wird dann im Ende Mai gemulcht auf der Fläche. Und dann machen wir 3-4 Wochen im Prinzip Bodenbearbeitung, um eben diesen Eiablage vom Drahtwurm zum Stören und zum Vertrocknen zu bringen. Und dann bauen wir nach diesem Gemenge wieder unsere Gründüngungsmischung an, wo wir auch nach der Kultur anbauen. Hier sehen wir, das ist nach Frühkartoffel, das ist sehr schön gestaffelt. Das war praktisch die erste Aussaat. Da ist sie ein bisschen kleiner und da ist sie ganz klein. Das ist praktisch auch unser Ziel. Immer wenn wo was abgeerntet ist, sofort eine Gründüngung drauf, dass der Boden wieder bedeckt ist und den Stickstoff, wo da ist, praktisch aufgenommen wird und neuer Stickstoff gesammelt wird. Ich habe eine Frage. Der Drahtwurm, den tötet man im Prinzip, was heißt abtöten? Also man zerstört den Brut, indem man immer wieder den Boden. Genau, immer wieder. Ja, im Prinzip zum Austrocknen, also die Eier zum Austrocknen bringt. Also im ja, ja. Den Wurm selber, den Drahtwurm, den bringst du eigentlich nicht kaputt. Also der ist ja, weiß nicht, wer mal schon jemand einen in der Hand gehabt hat, der ist wirklich wie Draht. Das ist, also, das ist, ja, schwierig. Genau, so eine Gründüngungsmischung, also das, die mischen wir selber, setzt sich bei uns so in etwa zusammen. Also es ist immer circa 40% Nicht-Leguminosen und 60% Leguminosen drin. Zum Beispiel Sommerwicke als Leguminose, Erbse als Leguminose, Alexandrinerklee, ein bisschen Bukhara-Klee und dann die Nicht-Leguminosen wie Phacelia, Buchweizen, Malve, Tilkraut, Öllein, Ölrettich. Haben wir auch ein bisschen zusammengestellt nach ja, so Blühzeitpunkt, also Buchweizen blüht sehr früh zum Beispiel, Phacelia braucht eher länger, sodass auch die Insekten immer was haben. Also irgendwelche Blühpflanzen auf der Fläche. Genau, die Nicht-Leguminosen haben, wie gesagt, die Aufgabe, den freien Stickstoff, wo im Boden ist, zum Aufsaugen und zum Retten ins nächste Jahr für die nächste Kultur. Und die Leguminosen eben zum Stickstoff sammeln. Dann ist immer noch schön, wenn man praktisch Pfahlwurzel hat, wie ein Ölrettich, wo einfach geraden Boden reingeht, tief im Boden reingeht. Und Flachwurzel, wo sehr viel Feinwurzeln machen, wie zum Beispiel auch der Hafer, wo mit drin ist, wo einfach die obere Bodenschicht erschließen. Genau. So, zweites Beispiel zur Fruchtfolge. Das ist jetzt eher so eine Feingemüse-Fruchtfolge, sage ich mal. Fängt auch mit Kleegras an, dann kommt Salat. Wir bauen nur einmal Gemüse auf der Fläche an im Jahr, in der Regel. Ausnahme ist Radieschen, da machen wir eventuell zweimal im Jahr hintereinander. Aber normal einmal Salat und dann nach dem Salat sofort Zwischenfrucht. Genau, dann geht es im nächsten Jahr weiter mit Kohlrabi oder Radieschen, dann wieder Getreide, eventuell wieder Karotten und wieder Getreide und dann fangen wir eigentlich wieder von vorne an. Genau, und dann gibt es eben ja noch viele andere Kulturen, wo wir anbauen und so tauscht sich das dann durch. Genau, dann kommen wir ein bisschen auf die Bodenbearbeitung. Also wir setzen eigentlich relativ häufig den Pflug ein. Also wie bei euch im Garten, sage ich mal, die Grabgabel und drehen das obere nach unten, dass der Bewuchs weg ist. Gibt ja viele, wo sagen, man muss das pfluglos machen und Minimalbodenbearbeitung, um die Regenwürmer nicht kaputt zu machen oder so. Aber wenn ich immer unsere Flächen schaue und unsere Böden anschaue, was da Regenwürmer da sind, und wie die Struktur ist,
können mir jetzt eigentlich nicht sagen, dass der Pflug schlecht ist für den Boden. Also, und gerade im Gemüsebau ist es eigentlich unumgänglich, weil wir gerade mit Karotten einfach einen lockeren, schönen Boden brauchen, dass wir gerade Karotten kriegen. So, und das ist pfluglos oft schwierig, gerade auf unsere schweren, tonigen Böden, die dann sehr in sich zusammenhocken. Genau. Wo es geht, machen wir pfluglos. Also zum Beispiel nach Kartoffel braucht man eigentlich keinen Pflug, da ist der Boden so schön. Da geht es auch leicht, einfach nur mit dem Grupper zum Fahren. Also es, genau. Es gibt auch manchmal so Spezialfälle, wo man auch im Pflug dann auch vor dem Gemüse verzichtet, aber das ist eher die Seltenheit, sage ich mal. Genau. Da war es nur im zweiten Beispiel. Im Prinzip nach jeder oder vor jeder Hauptkultur pflügen wir im Herbst. Also eine Winterfurche, dass der Boden dann im Winter über ausgefrieren kann, dass wir dann im Frühjahr einen schönen, feinen Boden haben. Wenn man, wo es möglich ist, praktisch im Frühjahr zum Pflügen, wir können oder machen manchmal nach dem Getreide auch so Roggen-Wicken-Gemenge, das wir dann im April unterpflügen und dann Karotten anbauen. Weil Karotten sehen wir irgendwie im Anfang Juni, die zum Lagern. Da hat man Zeit, so eine Winterzwischenfrucht zu machen. Also das ist möglich. Genau. Dann kommen jetzt mal ein paar Bilder. Einfach klassischer Pflug, ich denke, das kennt jeder so. Einfach wendende Bodenbearbeitung, einmal drehen. Hat oft einfach den Vorteil, dass man einen reinen Tisch hat, das sauber ist. Und wenn es gerade ein nasses Jahr ist, was bei uns nicht ganz selten ist, kann man mit dem Pflug einfach mal das abschneiden, umdrehen, dann trocknet es aus und dann kann man wieder ansehen, gerade im Herbst, wo es pfluglos oft schwieriger wäre, das zu machen oder gar nicht realisierbar wäre. Genau. Klassischer Grupper, da ist wichtig, dass die Schare praktisch ganzflächig den Boden durchschneiden, dass wir, wenn wir Wurzelunkräuter haben, wie Distel oder ein Ampfer, das muss praktisch 100% verlässlich abgeschnitten sein, dass die dann auch vertrocknen. Oder gerade Distel abschneiden, dann treibt die wieder nach. Dann irgendwie eine Woche später ein Stückchen tiefer wieder abschneiden, treibt sie wieder nach, wieder abschneiden, dass sich die verausgabt. Und wenn wir praktisch da Geräte haben, wo nicht durchschneiden, dann schlüpft immer irgendwo was durch und dann ist eigentlich der Erfolg eher mäßig. Genau. Bei uns ist einfach wichtig, jetzt zum Beispiel nach der Getreideernte sehr schnell mit der Bodenbearbeitung zu beginnen, dass man da wieder, also dieses Ausfallgetreide und die Unkrautsamen, wo im Boden einfach da sind, zum Keimen anregen und dann eine Woche später, wenn das keimt hat, wieder fahren, das wieder kaputt machen und wieder das nächste zum Keimen anregen und eben zum Beispiel einen Drahtwurm entgegenzuwirken. Genau, und so haben wir eigentlich nach der Getreideernte relativ intensive Bodenbearbeitung, um die Flächen sauber zu kriegen. Nach dem Grupper kann man dann so einen Feingrupper nehmen, der hat einfach mehrere Zinken, geht leichter zum Ziehen und schneller. Genau. Die ganze Saatbeetbereitung oder das, was ihr im Prinzip mit dem Rechen macht im Garten daheim, machen wir in der Regel mit der Kreiselecke. Das sind einfach, ja, wie man da sieht, so Eisenstäbe, wo runterstehen und die rühren wie so ein Handrührgerät, mehr oder weniger, und rühren den Boden zusammen. Da staut sich dann ein bisschen Erde drin, das kann man ein bisschen einstellen und dann werden die Brocken einfach fein. So. Und dann ist auch immer wichtig, gerade wenn man pflügt hat, die Rückverfestigung. Also vorne walzt man das schon ein bisschen runter wieder, weil wir brauchen ja dann einfach wieder einen Bodenschluss, dass das Wasser hochsteigt, also die Kapillarwirkung wieder da ist, dass der Samen wieder keimen kann. Nach der Kreislinge wird es auch wieder andrückt und mit der Maschine sehen wir Getreide und Zwischenfrucht zum Beispiel, der legt dann da Saatgut ab. Genau. Anderes Gerät, Scheibenecke, das nutzen wir eigentlich um die Gründüngung, wo wir im Sommer anbauen.
vor dem Winter dann wieder einzuarbeiten. Also das ist jetzt so eben Gemenge, wo wir mal machen. Und diese Scheiben schneiden das einfach ein bisschen klein und mischen das so mit den ersten 5 bis 10 cm Boden. Und durch dieses Zusammenschneiden und Einmischen mit dem Boden fängt es dann an zum Verrotten, so langsam. Und unser Ziel ist eigentlich, das mindestens 2 bis 4 Wochen im Herbst liegen zu lassen, dass das anrottet, das Material. Also nicht unter Luftabschluss, sondern mit Luft. Und dann fliegen wir das Ganze unter, wenn es angerottet ist. Die andere Alternative, was wir früher gemacht haben, war mulchen. Das wird aber dann sehr musig, weil es zu fein wird, weil es ja ziemlich wässrig ist. Setzt sich eigentlich viel zu schnell um, weil wir brauchen den Stickstoff jetzt nicht im Herbst, sondern im Frühjahr. Und gefällt uns die Variante, ist eigentlich das Bessere. Ja. Das wäre jetzt, wenn Sie im Garten das machen oder Zwischenfrucht habt, dann könnt ihr das im Prinzip einfach mit dem Spaten ein bisschen klein stechen, sozusagen. Genau. So würde es ausschauen, also die Mischung, die wir haben, die ist abfrierend, das sind lauter Pflanzen, wo kaputt gehen im Winter. Das war jetzt keine Absicht, da war es uns einfach zu nass im Herbst der Bodenbearbeitung zu machen. Und dann sind wir halt so, da brauchst du dann einfach ein bisschen Nerven, dass dann sagst, wir machen einfach nichts, wir warten, bis es trocken ist, bevor wir was kaputt machen. Und das war halt in dem Fall so, da ist halt die Zwischenfrucht abgefroren über den Winter. Ist jetzt für uns jetzt nicht ganz so ideal, weil das relativ holzig dann ist und strohig. Fördert zum Beispiel bei der Kartoffel Rhizoctonia, also diese schwarze Pusteln auf der Schale, wenn das einer kennt. Und der Stickstoff, wo eigentlich in der Grünmasse drin ist, durch das Auffrieren der Zellen, platzen die Zellen und dann geht der Stickstoff gasförmig praktisch ein Teil verloren. Das ist jetzt nicht ganz unser Ziel, also wir haben das lieber im Boden drin und bringen es so über den Winter. Genau. So bereiten wir im Prinzip die ganzen Dämme vor, wo wir dann Karotten oder rote Beete anbauen auf dem Damm. Das sind ganz normale Kartoffeldämme, wie man es von der Kartoffel kennt, dass wir einen lockeren Boden haben. Das ist auch so eine Art Fräse, bloß so Messerhaken, wo praktisch den Boden zerkleinern und auflockern. Genau. Das ganze Feingemüse wird auf Beete anbaut, so wie hier Salat. Das machen wir mit dieser Beetfräse. Ist aber jetzt auch keine klassische Fräse, wie der eine die Fräse kennt, sondern es sind eigentlich auch nur so Eisen, wo in den Boden reinhacken und nicht schneiden. Und da ist dann eine zweite Walze dran, der funktioniert wie ein Rechen. Da sind lauter so Eisenstifte drauf und das geht gegen die Fahrtrichtung. Ist praktisch wie wenn ihr mit dem Rechen des Feinrechts und die Brocken, wo wir da haben, die vergräbt die vordere Walze nach unten und das Feine bleibt oben. Und so haben wir dann oben praktisch ein feines Saatbeet, wo wir sehen können oder pflanzen können. Und so die Beetform. Genau. Soweit mal zur Bodenbearbeitung. Jetzt kommen wir ein bisschen so zur Unkrautregulierung. Ein paar Grundsätze. Ursachen beheben statt Symptome bekämpfen. Ist immer besser, das gilt, glaube ich, im ganzen Leben. zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Distel. Die Distel kommt ja von weit unten und treibt hoch. Man kann sie jetzt oben abhacken. Irgendwann, also in der Regel, wenn man sie einmal abhackt, werden aus einer treiben erst mal 2 raus und aus denen 2 dann 4 und dann 6. So. Also wenn man sie hat, am besten einmal rausziehen, dann ist mal länger Ruhe. Aber noch besser ist einfach, den Boden in Ordnung zu bringen, zum Beispiel mit dem Kleegras, einfach um der Pflanze Konkurrenz zu machen, um dem Wurzelsystem da unten Konkurrenz zu machen. Und das Kleegras hat ja Pfahlwurzel, also geht sehr tief im Boden. Und der, wenn diese Bodenverdichtungen zum Beispiel, wo unten dann vielleicht drin sind, den schließt der Klee wieder auf und dann ist eigentlich die Distel nicht mehr nötig, weil die macht eigentlich das Gleiche.
und dann verschwindet die auch wieder. Und zugleich haben wir durch das Kleegras, durch den 3-4-maligen Schnitt im Jahr, praktisch auch den Effekt, dass die Distel treibt, dann wieder Kopf ab und dann wieder treibt und dann verausgabt sich die. Genau. So spielt die Fruchtfolge eigentlich eine wesentliche Rolle in der Unkrautbekämpfung, weil wenn ich da alles oder gezielt so plan oder mit dem Kleegras, ja, dann habe ich schon mal von vornherein weniger Unkrautdruck. Bodenverdichtung haben wir gehabt, ja. Richtiger Zeitpunkt von der Unkrautregulierung, also ich sage mal, oft ist man zu spät dran oder ich weiß nicht, wie es bei euch im Hausgarten ist, aber am besten ist es eigentlich dann, Unkraut zu bekämpfen, wenn man es noch gar nicht sieht, sondern wenn es nur angekeimt hat, weil dann ist es am einfachsten zum Loswerden. Also gerade das Samenunkraut. Kennt vielleicht jeder diese weißen Fäden, wenn man manchmal sieht, wenn man durchrecht oder so, wenn man, das sind ja alles frisch keimende Samen. Und da ist ja ohne viel Mühe praktisch viel erreicht. Und wenn man wartet, bis das Unkraut einfach groß ist, dann ist erstens schon Konkurrenz zur Kulturpflanze und zweitens hat man einen Haufen Arbeit. Genau. Wir können natürlich viel mit Technik machen. Ja, Standorteignung für jeweilige Kultur. Wenn einfach eine Kultur, wenn man da oft reinfahren muss und oft bearbeiten muss, dann muss der Standort das halt auch hergeben zum Beispiel. Gleichmäßige Bestände ist jetzt einfach auch wichtig, dass unsere Technik auch funktioniert. Also, genau. Was für Möglichkeiten haben wir? Also man kann es verschütten, das Unkraut, dass es kaputt ist. Man kann es rausziehen, abschneiden oder abflammen. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Und anfangen tut es eigentlich vor der Aussaat oder bei der Aussaat. Das ist zum Beispiel Lauchaussaat bei uns. Also wir schauen halt, dass wir vorher ein sauberes Feld haben und zum Beispiel jetzt beim Lauch dieses Saatbeet 1 bis 2 Wochen vor der Saat herzumrichten, also saatfertig zu machen. Dann keimt mal das erste Unkraut, der erste Schwung und dann beim Säen schieben wir praktisch das obere Schicht herunter und das, was da schon keimt hat, schieben wir wieder weg. Beziehungsweise wenn man das Saatbeet vorher herrichtet, gibt man dem Unkraut Vorsprung und ist dann schneller wie die Kulturpflanze und dann kann man es abflammen. Also mit Gas. Das Ganze schaut dann so aus. Also das waren jetzt Karotten. Da sind Karotten gesät auf den Dämme. Und bevor die auflaufen, solange die nur im Boden drin sind, da sieht man es, also das sind so Keimlinge von den Karotten, die haben halt freigraben. Wenn die nur knapp unter dem Boden sind und das Unkraut eben schneller war, dann fahren wir da mit dem Abflammgerät drüber, sind Gasbrenner dran und brennen das Samenunkraut weg. Das Eiweiß gerinnt irgendwo bei 65 Grad und wenn das ein Feuer kriegt, dann ist das eine erledigt. Also solange es im Keimblattstadium ist. Wo das nicht hilft, ist bei Wurzelunkräuter, also Distel oder auch bei Gräser oder ja, Ampfer oder sowas. Das schaut zwar vielleicht am Anfang mal schön aus, das wird schon alles schwarz, aber kommt relativ schnell wieder. Genau, also ist vor allem wichtig in so Seekulturen wie Karotten, Lauch, rote Beete, Pastinaken. So. Lauch, Besonderheit, den kann man auch abflammen, wenn er schon rausschaut. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Lauch gesät hat. Ich meine, das ist jetzt im Hausgarten nicht so üblich, das ist eigentlich in der Landwirtschaft auch nicht so üblich, aber wir machen es mit dem Säen. Und der Lauch, der geht in so einem Bügelstadium auf. Ich weiß nicht, oder Schnittlauch auch, den druckt der Bügel raus und solange dieser Bügel da ist, kann man das wegbrennen, weil die treibt sowieso von unten wieder durch. Also das funktioniert und darum haben wir beim Lauch sehr lang Zeit, bis wir abflammen und erwischen dann viel. Genau. Ja, die andere Alternative ist verschütten oder rausziehen, zum Beispiel mit so einem Häufegerät. Da sind Kartoffeln gelegt, da haben wir zuerst einen kleinen Damm und dann bleibt es 3-4 Wochen so liegen, bis die Kartoffel idealerweise kurz vorm Durchstoßen ist. Und dann ist da auch schon
Unkraut da, das ist manchmal wie eine grüne Wiese bei uns, also bei uns wächst schon auch Unkraut. Und dann häufen wir das einfach zu und dann versteckt es da unten drin und dann ist wieder sauber. Genau, wichtiges Gerät im Ökolandbau und auch bei uns im Gemüsebau, ein Striegel, der hat einfach die Wirkung, also der zieht die Zinken durch und arbeitet eigentlich überwiegend durchs Verschütten und durchs Rausreißen, aber eigentlich nur im Keimballaststadium. Also sobald das Unkraut zu groß ist, schaffst du es nicht mehr, weil das Unkraut muss praktisch schwächer sein wie die Kulturpflanze, sonst geht ja die Kulturpflanze auch mit raus. Genau. Und dann kommt eigentlich die Hacke danach. Das sind jetzt Karotten da auf dem Damm. Und dann hacken wir das da mit dem Winkelmesser oben weg. Und der schneidet die Dammflanke ein bisschen hinunter. Und hinten ist noch ein Gerät dran, dann, wo den die Furche praktisch sauber macht und wieder ein bisschen Boden anhäufelt. Und das schaut dann im Idealfall mal so aus, dass da die Karotten stehen und das links und rechts gehackt ist und wieder Boden hingehäufelt ist. Genau. Wenn man sowas macht, Unkrautbekämpfung, halt immer irgendwie schauen, dass nur einen halben Tag Sonne hat, dass das dann auch verwelkt. Sonst wächst es gleich wieder los. Also ist manchmal eine Herausforderung in sehr nassen Jahren, wo das Zeitfenster sehr eng ist, wo man das machen kann. Also da stößt man dann manchmal an die Grenzen oder wächst gleich wieder weiter. Alles, was wir maschinell nicht schaffen, machen wir mit der Hand. Oder unsere Mitarbeiter, da haben wir so jede Fliege, da können 6 Leute drauf fliegen und haben so eine kleine Hacke praktisch und zupfen das dann der Rest raus. Genau, mittlerweile haben wir auch einen Solarbetriebenen, das ist angenehmer. Dann beim Salat machen wir, den pflanzen wir auf eine Mulchfolie aus Maisstärke. Das hat im Prinzip 2 Gründe oder eigentlich ein Hauptgrund und ein Nebeneffekt oder 2 Nebeneffekte. Der Hauptgrund war eigentlich die Salatfäule. Das kennt vielleicht jeder, dass oben der Salat zwar schön ausschaut und wenn man umdreht, dann fault er von unten rauf. Das ist Rhizoctonia und das haben wir ganz massiv gehabt vor einigen Jahren. Oder das ist schon 15 Jahre her, glaube ich. Und es hat eigentlich nichts geholfen. Mein Bruder hat dann Meisterarbeit drüber gemacht. Und das Einzige, wo einen Effekt gehabt hat oder einen guten Effekt, war dann die Mulchfolie, dass der Salat nicht direkt auf dem Boden aufliegt und so das Spritzwasser nicht auf die Blätter spritzt. Und dann seitdem haben wir eigentlich einen gesunden Salat. Und durch die schwarze Folie wächst natürlich auch kein Unkraut mehr, da wo sie liegt. Und von dem her haben wir eigentlich nach dem Salatpflanzen keine Handarbeit mehr. Also die nächste Arbeit ist bewässern vielleicht, aber dann die Ernte. Durch die Folie braucht man auch wesentlich weniger Wasser, weil nicht so viel verdunstet. Also da kommen wir mit Sicherheit mit der Hälfte von Wasser aus. Kurze Frage, der Boden heizt er sich nicht stark auf durch die schwarze Folie? Nein. Durch das, dass dir das Wasser praktisch aufsteigt bis zur Folie, das ist im Prinzip wie eine Kühlung. Denkt man immer, das einzige Problem, also was schon ist im Sommer, dass es oben heiß wird. Und wir haben mal Kohlrabi probiert auf Folie und wenn die schlackeln ja ein bisschen so. Und wenn die dann auf der Folie liegen und dann irgendwie 35 Grad hast, das gefällt mir nicht so gut. Ja, aber sonst gar kein Problem. Könnte man meinen, dass es dann ja im Frühjahr schneller ist oder so, aber das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Das bremst ja auch die Sonneneinstrahlung direkt auf den Boden. Genau, so soll es dann mal ausschauen, wenn er fertig ist. So, jetzt geht es weiter. Wir haben ja unser Kleegras und das Kleegras sammelt Stickstoff. Wenn wir jetzt den Kleegrasaufwuchs, wir haben keine Tierhaltung, mulchen auf der gleichen Fläche, dann wird das Kleegras oder der Klee im Prinzip faul. Der sammelt ja dann keinen Stickstoff mehr aus der Luft, sondern der kriegt ihn ja über seinen eigenen Aufwuchs wieder und hat dann insgesamt weniger Stickstoffleistung. Drum fahren wir das Kleegras trotz, also auch ohne Tierhaltung von der Fläche weg, außer eben den letzten Schnitt, den lassen wir dann im Boden.
und machen da praktisch von einem Teil ein Kleeglas-Transfer, also auf andere Flächen verfrachten und einen Teil in die Kompostierung. Das schaut dann im Prinzip so aus. Also einmal machen wir das in die Zucchini seit ein paar Jahren mit sehr gutem Erfolg. Zucchini, das sind es ungefähr 2 Wochen pflanzt. Dann werden die normalerweise einmal gekackt mit der Maschine, mit der Hand. Und dann tun wir da so eine dicke Schicht Gras hin, also mindestens irgendwo 10, 15 cm. Relativ lang lassen, weil das zu kurz geschnittene Gras, also mit dem Rasenmäher oder so, wenn man es macht, das neigt so zum Musen. Es gibt dann mehr so Schmierschicht. Also lieber eigentlich abmähen irgendwie mit der Sense oder mit dem Mähwerk und dann ganz hin tun. Genau, weiß nicht, das blendet jetzt ein wenig, aber wir haben da praktisch so alter Futtermischwagen, wie man die Kühe füttert. So tun wir halt unsere Zucchini füttern. Legen da links und rechts so eine Schlaue hin und dann gehen wir nochmal mit der Hand durch und tun das praktisch um die Pflanzen rum ein bisschen hinrichten oder manchmal verschüttet es ein wenig. Und in der Regel, also wir gehen noch einmal durch normalerweise und ziehen ein bisschen Unkraut raus, wo so nachwächst, aber ist eigentlich dann durch die dicke Schicht so, dass nichts mehr kommt. Außer Distel oder so, die kommt trotzdem durch, aber genau. Vorteil einfach, dass man auch die Nährstoffe für Zucchini gleich zur Verfügung stellt. Und das ist, wenn man diese Schicht Gras weglupft, die Wurzeln von der Zucchini, die sind praktisch bis an die Oberfläche hin und gehen auch in das Gras teilweise rein. Also wie wenn sie es richtig aussaugen, das Gras. Und Wasser braucht man auch weniger, weil es nicht verdunstet, weil es einfach abdeckt ist. Also unsaubere Früchte haben wir, weil die auf dem Gras aufliegen und nicht auf dem Dreck. Genau. Wir sehen dann da so Kleestreifen rein. Genau, da sind sie jetzt ein wenig größer. Und irgendwann, wenn wir in der Haupternte sind, dann schaut das so aus. Die Wege gehen immer mit dem Rasenmäher, da kann man jeden Tag durch. Genau. Die andere Alternative oder andere Weg zur Kleegrasnutzung ist genauso eine Mulchschicht ausbringen. Hier jetzt Sellerie und dann also in Kohl machen wir es auf jeden Fall, Weißkraut, Blaukraut, Rosenkohl. Und das gleiche System machen wir auch im Sommer mit dem Gras nach der Getreideernte, vor der Zwischenfruchtanbau. Ernähren wir im Prinzip die Zwischenfrucht davon und dann die Folgekultur wieder. In dem Fall wird das Gras praktisch feinkäckselt, also wie mit dem Rasenmäher geschnitten. Und da kommt dann bloß eine Schicht drauf von 1 bis 2 cm ungefähr, dass wir danach wieder hacken können, maschinell und häufen können, weil das schaffen wir sonst so nicht. Und so eine Schicht von 10 cm Gras, da brauchst du dann also für 1 Hektar wahrscheinlich 10 Hektar Kleegras, dass du das hinbringst. Und so tun wir ungefähr 2 Hektar Kleegras auf 1 Hektar Kohl drauf. Genau, das war jetzt ein Weißkraut, Blaukraut. Ja, da haben wir dann auch nicht gewusst, was passiert. Also wir haben das irgendwann mal angefangen zu probieren. Da war das Kraut schon relativ groß. Aber bis jetzt ist nie was passiert. Also heuer war es sogar noch größer, das Kraut, und es ist nichts passiert. Beim Streuen, wenn man direkt schaut, sieht man ein wenig wild aus. Da braucht man dann manchmal ein bisschen Nerven. Aber bis jetzt ist noch nichts schief gegangen. Genau, da war es ein bisschen kleiner. Da schaut es dann gerade nur so raus. Das ist ungefähr 2 Wochen nach dem Gras ausbringen. Trocknet halt oben ein bisschen an. Das Grüne ist kein Unkraut. Das sind Ackerbohnen. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Im Prinzip die Ackerbohnen streifen Dicksaat. Haben wir mal so entwickelt, weiß nicht, ob man entwickelt sagen soll, aber Idee gehabt einfach. Ackerbohnen ist auch Leguminose, sammelt Stickstoff, kann eben zur Nährstoffversorgung der Hauptkultur beitragen.
beschattet den Boden, weil ja zum Beispiel Kohl eben auf 75 Reihen anbaut wird bei uns, also 75 cm Reihenabstand. Und bis das groß wird, ist ja der Boden relativ nackig. Und nackiger Boden, da wächst auch bloß Unkraut im Prinzip und hat keinen Nutzen. Dient eben der Unkrautunterdrückung, lockert den Boden, die Ackerbohnen, die haben eine Pfahlwurzel, wo nach unten geht. Und ist ja eigentlich ein natürlicher Pflanzenschutz, wie man hat noch sehen. Funktioniert aber nur mit Ackerbohnen. Wir haben schon mehreres ausprobiert. Die Ackerbohne wächst einfach gerade nach unten, bleibt zuverlässig stehen und macht der Kulturpflanze keine Konkurrenz. Also lang nicht. Was haben wir? Ja, kommen noch ein paar nette Bilder. Wir haben schon Erbsen probiert, die fallen dann irgendwann um und machen eigentlich sehr schnell der Kulturpflanze Konkurrenz. Also das geht gar nicht. Der ursprüngliche Gedanke war, wir haben damals Kohl direkt gesät, also Weiß- und Blaukraut. Und da haben wir ja immer das Problem mit dem Erdfloh, dass der die kleinen Pflänzler wegfrisst. Und wir sehen ja praktisch Radies und Spinat immer mit der gleichen Maschine. Und wenn da ein paar Radiessamen im Spinat immer waren, die waren immer gesund, die Radiesler. Da war kein Erdfloh dran. Und darum haben wir mal gedacht, okay, wir sehen da einen Spinat rein und sehen dann den Kohl dazwischen, den Spinat, dass wir nicht gegen einen Erdfloh nicht kein Vlies drüber tun müssen. Hat so bedingt funktioniert, weil der Spinat eigentlich so eine Konkurrenz macht durch seine viele Feinwurzeln, dass das auch fast schiefgegangen wäre. Also hat sich nicht bewährt. Aber wir tun mittlerweile den Kohl auch pflanzen und da funktioniert es auch mit der Ackerbohne ganz gut. Genau. Schaut dann einfach so aus. Wir haben da die oder sehen zuerst die Ackerbohnen mit der Sämaschine, die wir vorher gesehen haben, ganz normal, wie wenn wir Getreide sehen würden, und lassen da eben immer zwei Reihen frei, wo wir dann entweder direkt nach der Ackerbohnensaat oder eine Woche später die Kultur reinpflanzen oder reinsehen. So. Wenn wir die Ackerbohnen eine Woche früher sehen, dann haben wir auch wieder den Effekt, dass schon mal Unkraut kommt. Also im Prinzip sozusagen ein blindes Saatbeet machen oder Blindsaat und dann pflanzen wir erst und schieben das Unkraut mal weg, das erste. Und dann lassen wir das Same hochwachsen und es kann dann schon mal so ausschauen, also da ist Blaukraut und da oben ist irgendwo die Ackerbohne zu Ende. Es schaut dann schön aus, aber schaut nicht mehr aus wie ein Gemüsefeld, sondern mehr wie ein Ackerbohnenfeld. Genau. Da sieht man, da haben wir in den ersten vier Reihen haben wir die Ackerbohnen schon rausgefräst. Zu dem Zeitpunkt war es uns zu nass und nachher war es auch richtig so. Sieht man, dass es dann auch geregnet, danach ist sehr verschlemmt. Und das Kraut haben wir stehen lassen. Die Pflanze ist jetzt praktisch da, wo wir gefräst haben. Also mehrere Fehler gemacht im Prinzip, zu nass bearbeitet. Und dann haben wir die Ackerbohne rausgefräst. Dann ist da der Erdfloh aktiv geworden. Die Löcher da drinnen. Und das ist die gleiche Sorte, gleicher Tag, gleiche Pflanze nebendran in die Ackerbohnen drin. Da fehlt im Prinzip gar nichts. Und das war halt, für uns ist das auch so, haben wir jetzt schon öfter einfach die Erfahrung gemacht, dass das solange die Ackerbohnen da drin stehen, eigentlich aus, wahrscheinlich so viel Ablenkung ist für die Schädlinge, dass die da gar nicht unbedingt hingehen. Genau. Da haben wir es in Zwiebeln noch gemacht. Also so werden die rausgefräst mit so einer Reihenfräse dann. In Zwiebeln funktioniert es nicht, weil, also da haben wir auch Lehrgeld bezahlt. Die haben so empfindliches Wurzelwerk, Zwiebel. Da, und mit der Fräse kommst du schon so tief im Boden und hast so viele Wurzeln verletzt, dass die dann. Also von denen haben wir eigentlich nichts mehr geerntet, wie diesen Eingang danach. Oder fast. Da war es dann nur zu viel geregnet und so. Also da ist mehr zusammengekommen. Aber. Genau, und die Ackerbohne, das wird einfach auf der Fläche gelassen, das setzt sie wieder um. Und die Nährstoffe, wo da frei werden können, die Kulturpflanze wieder aufnehmen. Wir haben schon oft, weil das ja auch ein gewisser Aufwand ist, alles, und haben wir manchmal auch schon überlegt, ob wir es mal wieder weglassen und haben auch immer mal wieder probiert oder
Manchmal geht Saatgut aus und haben wir mal ein Stück, wo keine Ackerbohnen sind. Und es ist eigentlich ohne Ackerbohnen immer schlechter wie mit. Und ich habe damals auch meine Meisterarbeit darüber gemacht und da ist im Prinzip das Gleiche rausgekommen. Also war immer ein positiver Effekt dabei. Genau, so kann es dann ausschauen, wenn es groß ist, das Kraut, Rosenkohl hier. Dann machen wir im Kohl immer wieder Blühstreifen, dass wir die Nützlinge fördern, dass wir einfach natürliche Gegenspieler haben für die Kohlschädlinge. Genau, da gibt es spezielle Zusammensetzungen eigentlich von Mischungen für, also gegen bestimmte Kohlschädlinge. Ja. Funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. Da sieht man also die Reste von den Ackerbohnen. Das ist jetzt so eine Lauch-Direktsaat, wo ich vorher mal kurz erwähnt habe. Also da steht alle 6 cm Lauch. Was mache ich gegen die Kohlhernie? Kohlhernie. Ja, das ist im Prinzip auch so eine typische Fruchtfolgekrankheit. Wenn man immer wieder Kohl. Schwierig, zeitlang aussetzen. Im Prinzip. Ja. Also wir haben es selber Gott sei Dank noch nie gehabt oder erlebt, wie das ist. Aber ja. Also wenn ich da jetzt eine andere Fläche nehme, geht die dann wandert? Sollte nicht, nee. Nee. Einfach mal Flächen wechseln, ja. Genau, und beim Lauch ist ja, der wächst ja auch so langsam und durch das, dass die Ackerbohnen dann beschatten, da keimt da eigentlich auch weniger Unkraut danach dann. Genau, dann kommen wir noch zur Kompostierung kurz. Das gehört einfach auch dazu bei uns, die ganze Nährstoffversorgung. Da könnten wir noch länger reden, aber wir machen unseren eigenen Kompost im Prinzip überwiegend aus dem Material, wo bei uns anfällt. Wir haben ja jede Menge Waschabfälle oder Gemüseabfälle vom Gemüse aufbereiten. Wir haben viel Erde und Schlamm vom Waschen. Und das wollen wir im Prinzip wieder zurückbringen auf unsere Flächen, weil das sind ja wertvolle Nährstoffe. Dann kriegen wir ein bisschen so Biotopgras von Biotoppflege, also sehr kohlenstoffhaltiges Material, wo wir brauchen. Unser eigenes Stroh tun wir entweder direkt in Kompost als Kohlenstofflieferant oder kriegt auch einen Teil ein Bioland-Pferdebetrieb, wo wir dann das Stroh mischt, wieder zurückkriegen anteilig. Manchmal kriegen wir so Grüngutabfälle, also so Strauchschnitt geschredderter. Und dann kommt da eben auch noch unser Kleegras rein. Also je nach. Das sind jeweils Volumenprozent. Da haben wir ein bisschen Versuche gerade mit Holzkohle mit reinmischen und Steinmehl tun wir eigentlich immer rein, dass ein Geruch ein bisschen bindet. Schaut dann im Prinzip so aus. Wir machen so Dreiecksmieten. Da kommt unten alles Kohlenstoffhaltige, dann Gemüseabfälle drauf und am besten tonige oder lehmige Erde, was wir eh haben. Dann wird das gemischt einmal mit so einer Maschine. Die dreht immer das Innere nach außen und das Äußere nach innen. Und dann kommt da Kleegras drauf. Das ist im Prinzip der Zünder von dem ganzen Kompost. Also frisches Grün. Und dann tun wir die ersten 10 Tage eigentlich täglich wenden, dass immer wieder Luft reinkommt und bei Bedarf auch bewässern. Also wir brauchen irgendwo 50-55% Wassergehalt in dem Haufen. Und dann hat der irgendwas zwischen 60 und 65 Grad die ersten 10-14 Tage. Und durch das schaffen wir einfach Hygienisierung von dem Material und eine relativ schnelle Kompostierung. Und wenn es dann funktioniert hat, haben wir nach 6 bis 8 Wochen so ein Material draus. Also das ist unser Ziel. Und ja, macht viel Arbeit, ist aber immer wieder schön, wenn man dann einen fertigen Kompost hat. Genau. Dann habe ich jetzt noch ein paar Bilder. Mein Vater fotografiert ganz gerne und macht immer schöne Bilder. Das sind einfach Bilder von unseren Zwischenfrüchten, also blühende Zwischenfrüchte oder Nützlingsstreifen, wo sich da sämtliche Insekten wohlfühlen. Genau. Dann haben wir ein paar Bilder, so wie es dann ausschauen sollte, wenn es fertig ist, wenn man es richtig gemacht hat.
Das ist in dem Fall Karotten. Genau. Ja, es ist nicht die Regel, aber das ist natürlich unser Ziel. Genau, geändert wird jetzt so eine Karotte zum Beispiel mit so einem Klemmbandruder, heißt das, also der klemmt die am Laub ein und unter den Karotten ist ein Schar, wo die hochlupft und dann fahren die da hoch und oben kommt dann naja, so ein Messerwerk, also Eisenstäbe, wo ineinander laufen und dann zieht es das Laub hoch und die Karotte prallt dann praktisch oben ans Eisen und reißt dann das Laub ab. Und die Karotten nehmen wir dann mit heim und das Laub bleibt am Feld. Im Idealfall. Genau, Zwiebel. Genau. So kann es sein. Gelbe Beete, weiß nicht, ob das jeder kennt. Also rote Beete in Gelb. Schmeckt sehr gut. Petersilie bündeln. Und dann fliegt der Blumenkohl. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören.